Okay, gut. Ja, und das Projekt, ja, beschreibt Transkribus als ein Tool für ambitionierte Hobbyforscher und Forscherinnen und private Webprojekte. Schauen wir uns das mal an. Dank für die Vorstellung, Andi. Sie haben es ja schon in der Ankündigung gehört und auch in der Präsentation, also im Programm, dass das jetzt kein Vortrag wird für Spezialisten, sondern genau das Gegenteil. Ich will zeigen, dass man Transkribus auch als Heimatforscher, als Laie verwenden kann. Mir ist klar, dass ich mit dem, was ich Ihnen jetzt zeigen werde, nicht mit diesen großen Projekten mithalten will, kann und will. Das will ich gar nicht, kann ich gar nicht. Ich habe weder den institutionellen Hintergrund noch irgendwelche Projektgelder oder Fördergelder in Hunderttausenden von Euro, sondern ich will einfach zeigen, dass Transkribus auch für den Heimatforscher irgendwo in der Nähe von Innsbruck geeignet ist, um seine Dokumente aufzuarbeiten. Dafür muss man kein Genie sein, was Technik angeht, sondern es reicht, wenn man sich ja mit dem Computer etwas umgehen kann und sich da einarbeitet. Ich sage immer auch zu meinen Studierenden, wo ich diese Vorlesung oder dieses Praktika zu Transkribus mache: Transkribus ist genial, aber derjenige Transkribus verwendet nicht. Also wenn ich einen CD-Spieler einschalte und Musik abspiele, bin ich kein Musiker. Und Sie müssen jetzt, wenn Sie Transkribus verwenden, kein Genie sein. Das macht Transkribus für Sie. Das ist einfach anzuwenden, man muss ein paar Stunden investieren, aber man kann es dann wirklich auch als Laie verwenden. Und darum will ich Ihnen heute ein Beispiel, das ich wirklich privat gemacht habe, nicht nur in meiner Funktion als Wissenschaftler an der Akademie der Wissenschaften, sondern als jemand, der aus Niederbayern kommt, in der Nähe von Passau, aus diesem Ort, wo ein Kloster war, das Kloster Aldersbach. Und mit dieser Geschichte beschäftige ich mich schon seit, ich glaube, 20, 30 Jahren. Und Transkribus hat mich da wirklich weit nach vorne gebracht, weil ich sehr, sehr viele Quellen erschließen konnte, die vorher nicht zugänglich waren. Das kann aber wirklich jeder oder jede von Ihnen auch machen. Es ist relativ günstig. Wenn Sie wie ich etwas Website programmieren können, können Sie das meiste selber machen. Man muss nur ein paar tausend Euro investieren, um die Read- und Search-Installation integrieren zu können. Das kann man aber sicher durch irgendwelche Fördergelder abdecken, das ist ja nicht viel. Aber ansonsten kann man das wirklich selbst in die Wege leiten und auch umsetzen. Genau, also das ist das Kloster, wenn Sie mal in der Gegend sind. Wie es in Niederbayern üblich ist, haben wir natürlich auch eine ganz gute Brauerei. Also das kann ich nur empfehlen. In der Nähe von Passau, also ungefähr 20 Kilometer von Schärding, also bis zur österreichischen Grenze. Ja, und was ich da vor 2 Jahren angefangen habe, war eben diese Webseite zu programmieren oder zu codieren, wie man eigentlich besser sagt, damit Inhalten zu füttern. Ich kann mir da relativ gut selber helfen. Also alles, was Sie da sehen, habe ich selber gemacht. Wie Sie vielleicht wissen, wenn man wissenschaftliche oder textliche Inhalte auf der Webseite darstellen will, ist es umso wichtiger, sehr viele Bilder einzubauen. Eine Webseite wird nur angenommen, wenn sie schön ausschaut. Ihre Inhalte können noch so gut und so wichtig sein, die Webseite muss schön sein. Nur mal so als Tipp aus meiner Erfahrung. Ja, und mit welchen Quellen beschäftigt man sich dann, wenn man in diesem Bereich, also in der Historie, sich bewegt? Zum Beispiel Traditionsbücher, also diese Vorform von Urkunden, Privilegienbürger, Urkunden, Urbare und so weiter und so weiter. Also das sind die typischen Amtsbücher, Chroniken. Alles, was man zum Beispiel auch in der Geschichte zu einer Stadt, zu einem Ort, in der Namensforschung oder auch eben in der Geschichte eines Klosters sich beschäftigen muss mit diesen Quellen. Und diese Quellen können in meinem Fall zum Beispiel aus von 1130 bis ja, ins 19. Jahrhundert gehen. Also eine große Bandbreite. Also wenn Sie hier Modelle trainieren für Transkribus, müssen Sie verschiedene Modelle für verschiedene Zeiten trainieren. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Ja, also diese Teile dieser Webseite habe ich jetzt eingeteilt in Forschung natürlich, damit auch wirklich wissenschaftliche Artikel publiziert werden können zur Baugeschichte, Musikgeschichte, das ist in Aldersbach so. Dann Digitalisate, alle mittelalterlichen Handschriften aus Aldersbach sind über eine IIIF-Schnittstelle mit der Bayerischen Staatsbibliothek verbunden. Also ich kann es alles auf der Webseite ansehen. Das ist ein anderes Thema, aber IIIF ist ein Stichwort, das Sie sich vielleicht merken sollten, wenn Sie das vorhaben.
an einen Bereich, speziell für die Heimatforschung, wo ich nicht so großen Wert darauf lege, dass das alles richtig zitiert ist oder hochwissenschaftlich ist, sondern als wirklich lokale Forscher ihre Publikationen veröffentlichen können. Was dann für uns jetzt heute sehr interessant wird, ist dieser Bereich Kloster Allersbach Digital, CAD. Hier ist eben diese Read-and-Search-Umgebung eingerichtet. Und alle diese Bereiche, die sich mit der Geschichte des Klosters beschäftigen, habe ich jetzt unabhängig von Read-and-Search schon mit Transcribus bearbeitet. Viele Sachen mit diesem Print-Modell, Transcribus Print, das sind Drucke aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert, wo OCR ihnen überhaupt nichts bringt, weil es wahnsinnig fehlerhaft ist. Aber dieses Print-Modell arbeitet wirklich hervorragend. Sie kennen sicher auch diese Ausgaben aus dem 18. Jahrhundert, Barockausgaben zur Geschichte, Aufarbeitung von Urkunden und sonstigen Sachen. Wie gesagt, mit OCR haben Sie hier keine Chance. Transcribus Print ist hervorragend. Und das alles, was hier zur Geschichte, diese ganzen Kapitel zur Geschichte, Sie sehen auch diese älteren Quellen, sind mit diesem Print-Modell bearbeitet worden, ohne dass ich irgendwas trainieren musste. Das funktioniert von Haus aus wirklich sehr gut. Dann habe ich hier zwei Beispiele, wie man auch in Transcribus ganz energiesparend oder arbeitsextensiv arbeiten kann. Das ist eine Chronik zum Beispiel von diesem Abt Wolfgang, ungefähr 1540 angefertigt worden, in dieser frühen Form der Kursive, Kurrentschrift. Und da gibt es schon eine Übertragung aus dem 19. Jahrhundert in Latein. Ja, das habe ich in Transcribus Print eingescannt und habe das dann hergenommen, um Trauntrues für das Modell für diesen Abt zu verwenden. Also wenig Arbeit. Sie müssen nichts selbst übertragen. Verwenden Sie Quellen, die es schon gibt im Druck. Wie gesagt, die Chronik existiert in einer Transkription aus dem Jahre 1860, glaube ich. Das lade ich in Transcribus, verwende es dann, um Ground Truth zu erstellen und bekomme dann in dem Fall ein wirklich super arbeitendes Handschriften-Transkriptionsmodell für diesen Abt und diese Zeit. Bei der Chronik des Abt Gerhard Hörger war es ähnlich. Das ist ein Mischamtsbuch mit etwa 1000 Seiten, mit allen Klosterbesitzungen und so weiter. Aber die ersten 100 Seiten ist eine Chronik des Klosters. Die gab es schon als Transkription. Und mit dieser Transkription habe ich dann mein sehr erfolgreiches Hörger-Modell trainiert. Mit dem kann ich, glaube ich, 10 verschiedene Amtsbücher dieses Klosters mehr oder weniger fehlerfrei übertragen. Also nutzen Sie vorhandene Ressourcen, bevor Sie anfangen, selbst zu transkribieren. Ja, das könnte ich jetzt noch weiterführen, da gibt es noch viele Kapitel, die da auf diese Art bearbeitet wurden. Nur noch einen Tipp, wenn Sie in dieser Art forschen, das hat jetzt mit Transcribus nichts zu tun. Ich weiß es zum Beispiel im Kloster Allersbach, da wird seit Generationen dazu geforscht. Es gibt mehrere Personen mit mir, die daran forschen und es wird welche geben in Zukunft. Alle fangen immer wieder an, sich die Namen herauszuschreiben, die Namen der Mönche, der Angestellten und so weiter. Diese Ortsbezeichnungen, die hatten sehr viele Besitzungen, mit den verschiedenen Schreibweisen vom 12. bis zum 18. Jahrhundert. Jeder beginnt wieder von neu. Warum? Legen Sie sich eine Datenbank mit Mönchen, mit Orten an, füllen Sie die ständig auf und stellen Sie es online zur Verfügung. Ihre Kolleginnen und Kollegen werden sehr dankbar sein für diese Arbeit. Ist nicht viel dahinter, aber es ist sehr effektiv. Ja, und dann diese Installation, die kennen Sie vielleicht schon. Der obere Teil ist meine Webseite, Kloster Allersbach. Und über diese iFrame-Einbindung ist Read and Search eingebunden. Sie sehen, man hat ein Bild aus Allersbach verwendet, aus einer Allersbacher Handschrift. Wir haben die Farben auch etwas angepasst, das Logo eingebunden. Also man erkennt eigentlich nicht, dass das nicht auf meiner Webseite ist, sondern ins Blog. Wirklich eine super Lösung, wie man das machen kann. Also ich würde abraten davon, auch den Profis unter Ihnen das selbst zu programmieren. Das hat keinen Sinn. Also Read and Search hat schon seine Berechtigung. Und was das kann, können Sie niemals selber umsetzen, zumindest nicht für den Preis. Ja, hier meine Modelle, eine kleine Auswahl, die ich in den letzten 2 Jahren ungefähr so trainiert habe. Das beginnt mit dem Liber Traditionum, der
ist ungefähr 1120, 30, 40 sind die ältesten Eintragungen, in Latein natürlich, und geht bis 1350. Dann eine große Herausforderung sind die Rechnungsbücher des Klosters, aber eine wahnsinnig lohnende Quelle, wenn Sie das mal nicht angeschaut haben. Rechnungsbücher sind für alle Disziplinen eine wirkliche Herausforderung vom Lesen, wir verstehen ja, aber die Inhalte bringen wahnsinnig viel Neues zur Klostergeschichte oder zur Ortsgeschichte und so weiter. Wolfgang Marius habe ich Ihnen erklärt, wie das funktioniert hat, auch weil Gerhard Hörger dieses Modell, dann auch diese späteren Rechnungsbücher, historische Renner und so weiter und so weiter. Ich bin immer etwas skeptisch mit der Angabe der Character Error Rate. Sie sehen, dass diese Werte ja eigentlich ganz gut sind. Aber wenn Sie schauen, wie viele Wörter das ich trainiert habe, sind das natürlich sehr wenige. Ich glaube, die großen Kohärenzmodelle haben irgendwo bei 5 Millionen so in der Größenordnung, 3, 4, 5 Millionen so in der Größenordnung. Ich komme im besten Fall ungefähr auf 400.000. Ja, natürlich funktionieren meine Modelle dann auf diese beschränkte Anzahl sehr gut und haben deswegen eine gute CER. Aber es hat keine Breitenwirkung. Und das muss es auch nicht haben. Es ist wichtig, dass diese Modelle, die Sie trainieren, für Ihre Anwendungsfälle gut funktionieren. Und vielleicht auch noch eine Sache, eine Erfahrung von mir zum Training von Modellen. Ich habe das gestern gehört von einer Spezialistin für künstliche Intelligenz. Garbage in, garbage out. Ich weiß nicht, ob Sie den Ausdruck kennen. Umso geringer die Anzahl der Wörter, die Sie trainieren, umso perfekter muss das Trainingsmaterial sein. Also wenn Sie 5 Millionen Wörter trainieren, ist es vollkommen egal, ob Sie dann ja, Fehler drin haben. Sie spielen in der großen Zahl von Wörtern keine Rolle. Wenn Sie hier nur mit was weiß ich, 50.000 Wörtern arbeiten und haben ein schlampiges Trainingsmaterial, wird das Modell nicht richtig funktionieren. Garbage in, garbage aus. Wenn Sie Müll trainieren, kommt Müll raus. Umso weniger Wörter, umso genauer müssen Sie das machen. Auch besonders, wenn Sie Baselines zum Beispiel anlegen. Ich sehe oft, dass die Baselines viel zu kurz sind, als vor Enden und die Wörter weitergehen. Alles nach der Baseline wird nicht trainiert. Also seien Sie da bitte wirklich korrekt und nehmen Sie sich Zeit für diese Dinge. Ja, hier ein Beispiel aus diesem Lieber Traditionen. Wie diese Ansichten funktionieren, muss ich Ihnen noch nicht erklären. Sie sind ja alle Transkribus-Profis. Nur um mal zu sehen, mit was Transkribus hier zu kämpfen hat. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Also man kann es natürlich grundsätzlich nur lesen, wenn man Latein kann, weil ohne Lateinkenntnis ist das etwas schwierig. Aber ich will es Ihnen nur mal erklären. Sie sehen da das erste Wort. Noverit, mit diesem Auslassungszeichen. Das mittelalterliche Latein, besonders in dieser Form, ist wie Steno, mehr oder weniger. Es ist fast alles abgekürzt. Also die Flexionen am Ende sind sehr oft abgekürzt. Also Noverint, Omnes, Christi, Vitelis, Gott, Quidam, Nobilis, Vir. Also fast jedes zweite oder dritte Wort ist abgekürzt. Es ist für Transkribus aber kein Problem, das zu lernen. Ich bin kein Latein-Spezialist, aber ich kann das soweit lesen und korrekt übertragen. Und wenn ich das dann übertragen habe und trainiert habe, wird das in allen späteren Sachen, wo ich das Modell anwende, korrekt ausgeschrieben. Also natürlich kann Transkribus kein Latein und versteht keine Lateingrammatik. Aber sie versteht die Abkürzungen und sie versteht, wie ich auch gesehen habe, obwohl ich es eigentlich nicht erklären habe, dass Zusammenhänge erkannt werden. Sie wissen ja im Latein, dass das Adjektiv und das Nomen die gleiche Endung haben muss, je nach Geschlecht. Die Abkürzungen sind hier in diesen Büchern aber sehr uneinheitlich. Transkribus erkennt aber trotzdem, wenn diese Wörter hintereinander vorkommen, wie sie es richtig übertragen muss. Also wie gesagt, ich kann es nicht erklären, ich verstehe diese KI nicht, ich kann nur feststellen, dass es sehr gut gemacht wird. Ja, das nächste Modell ist dann etwas später, das ist, ja, ich glaube, 1350, wenn ich mich richtig erinnere, ist um die Zeit. Liber Privilegiorum, ist es soweit keine große Herausforderung. Schöne Schrift, die man schön lesen kann, auch mit diesen Abkürzungen, aber gut handelbar. Also wenn ich Bilder mit dieser ähnlichen Schrift sozusagen hochlade, habe ich eine Error Rate von, ja, bestimmt unter 3%.
Wenn die gewisse Herausforderungen sind, dann Quellen wie diese hier. Das ist ein Urbar, also ein Besitzverzeichnis mit zwei Spalten, auch wieder mit vielen Abkürzungen, mit besonderen Zeichen für Währung zum Beispiel, mit Solidi, Denarii, Pfund und so weiter. Sie können sich hier wahnsinnig viel Arbeit sparen, wenn Sie zu Beginn schon vielleicht mit 50 Seiten oder noch weniger Seiten trainieren. Die immer wieder vorkommenden Abkürzungen werden sofort gelernt. Also wenn Sie wollen, dass Pfund aus LB, lateinisch Lumbum, geschrieben wird, die schreiben es 10 Seiten, da macht Transkribus das immer richtig. Das ist wirklich eine Arbeitsersparnis. Genauso mit Gewichtsangaben oder bei der Währung wird angegeben, ob dieser Regensburger Wiener Währung eine Innsbrucker Währung ist. So bestimmte Abkürzungen lernt Transkribus wirklich extrem schnell. Sie sehen hier diese Bezeichnungen. Wenn Sie Transkribus sagen, dass diese lateinischen Zahlen, dass Sie die in arabischen Zahlen haben wollen, auch kein Problem. Sie müssen es nur konsequent trainieren. Hier dann diese frühe Quelle, die ich schon gesagt habe, diese Chronik, diese Hörgerchronik ungefähr 1660, ist für jemand, der Korrent gut lesen kann, natürlich keine große Herausforderung, für mich schon. Also ich bin Mittelalter-Spezialist und habe Korrent lesen mit Transkribus gelernt, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also ich habe es in der Schule nicht gekannt, nicht gehabt. Ich habe bei meiner Magisterarbeit einmal ganz kurz gebraucht für ein Register. Das konnte ich dann halbwegs übertragen. Aber wenn Sie dann einmal ein paar hundert Seiten Korrektur gelesen haben in Transkribus, dann lernen Sie korrekt. Nicht nur die Maschine, sondern Sie selber auch. Das ist kein Witz, das meine ich wirklich ehrlich. Ich habe mit Günter Mühlberger schon mal darüber gesprochen. Transkribus ist die beste Möglichkeit, diese Schrift zu lernen. Ja, dann ein Beispiel auch, wie ich vorher erwähnt habe, von diesen Rechnungsbüchern. Die sind etwa 1450. Natürlich sind Rechnungsbücher grundsätzlich mal was Uninteressantes. Ja, das sind nur die Einnahmen und Ausgaben und das Finanzverhalten einer Institution. Aber es werden sehr oft Personennamen genannt, Beschreibungen, wie bestimmte Bauten auszuführen waren, Verträge mit Handwerkern, wo Bücher gekauft wurden, wie der Maler geheißen hat und so weiter. Also Daten, die man normalerweise nicht finden kann, findet man eben in diesen Rechnungsbüchern. Dass das für Transkribus eine Herausforderung sein könnte, glaube ich, sehen Sie schon an dem Bild. Verschiedene Sachen. Das Erste, was auffällt, sind natürlich diese Striche. Und das mag Transkribus grundsätzlich einmal gar nicht gern, natürlich. Das sind Separators, man würde lauter geteilte Zeilen bekommen. Vielleicht zum Hintergrund, diese Größdaten, die Verpflichtung bei einer jährlich stattfindenden Visitation der Rechnungsbücher dem Vaterabt vorzulegen. Und der Vaterabt in seiner großen Eifer hat die dann abgehakt, durchgestrichen. Er hat gesagt, diese Seite ist korrekt. Und da kommen diese Striche her. Aber ich kann Ihnen sagen, nach ein paar Seiten Training war das überhaupt kein Problem. Es war nie ein Problem, komischerweise. Ich habe gefürchtet, dass es nicht geht. Aber ja, vielleicht, ich habe doch ungefähr 100 Seiten, wo ich dann trainiert habe, spielte das keine Rolle mehr. Wurde einfach ignoriert. Das nächste Problem ist natürlich bei dieser Schrift. Sehr schlampig geschrieben, extrem viele Abkürzungen, natürlich auch im Latein wieder, und uneinheitlich. Also der Schreiber dieses Rechnungsbuchs hat sich nicht lange Gedanken über die lateinische Grammatik gemacht, sondern der hat einfach geschrieben, und wenn er die Endung nicht wusste, hat er irgendwie so ein Haken, Link macht irgendwas. Transkribus hat trotzdem kein Problem damit, obwohl es inkonsistent ist. Warum das so ist, ich kann es Ihnen nicht erklären, dann müssen Sie die Spezialisten hier fragen, die wissen da mehr drüber als ich. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es funktioniert. Ja, jetzt komme ich zu einem Kapitel in den ersten Monaten meiner Tätigkeit mit Transkribus. Ich hoffe, die Kollegen in Innsbruck haben es nicht gehört, wie oft, dass ich sie verflucht habe. Nicht ernst gemeint, aber trotzdem. Sie sehen, glaube ich, schon das Problem. Wahrscheinlich haben Sie das alle schon mal gehabt. Aus irgendwelchen Gründen teilt diese Layout-Analyse die Zeilen auf. Besonders in diesem Fall für mich völlig unverständlich, warum.
Es gibt schon Sachen, wo es Sinn macht. Wenn es tabellenartige Strukturen sind, dann macht es Sinn, dass man die Zeilen aufteilt. Aber hier, vielleicht können Sie mir das erklären, ich kann es nicht erklären. Aber zu der Verteidigung der Kollegin in Innsbruck muss ich sagen, dass man Günter Mühlberger dann den einfachen Tipp gegeben hat, bei den Voreinstellungen einzustellen, ignore separators. Wichtig. Ich glaube, eine der wichtigsten Transkribusregeln. Es hat mich Monate gekostet meiner Zeit, weil ich es nicht gewusst habe. Wenn Sie das eingeben, ich denke, das ist eigentlich dafür gedacht, in tabellenartigen Strukturen diese Linien, diese wirklichen Trennlinien zu ignorieren. Aber komischerweise nimmt er auch größere Abstände zwischen den Wörtern als Separator wahr. Bitte einfach diese Einsteller machen bei den Options, ignoriere diese Zeilentrenner, dann funktioniert das perfekt. Oder auf jeden Fall um einiges besser. Hier habe ich das dann gemacht, Ignore Separators. Und Sie sehen, dass es dann auch wieder nicht perfekt ist. Es ist wieder dieses Urbar aus dem letzten Beispiel, das ja eigentlich zweispaltig ist. Und hier sollte er diesen Separator, diesen Space nicht ignorieren. Ja, aber jetzt ignoriert er natürlich. Was macht man dann? Ja, dann macht man sich die Arbeit, dass man diese zwei Spalten wirklich per Hand einzeichnet, also Text Regions per Hand einzeichnet. Und dann macht man das nochmal, da wird schon besser. Aber ich wünsche viel Spaß dabei, das bei 10.000 Seiten per Hand zu machen, diese Text Regions einzuzeichnen. Aber das zeige ich dann, wie das besser geht. Aber Sie sehen auch hier, gibt es immer noch Probleme. Also dieses Teil, die ich farbig gemacht habe, wird dieses Schless, das heißt D, also für die Nage, Pfennig sozusagen, oft nicht in eine Line, eine Zeile gebracht. Immer noch, obwohl jetzt alles eingestellt ist, bestmöglich eingestellt ist, wie es geht. Ja, und was macht man dann? Wir brauchen zwei Lösungen. Zum einen eine Lösung, um diese Text Regions festzulegen. Das haben wir vorher schon gehört, wie das geht. Mit P2Parler ist das eine. Und das zweite ist, was jetzt seit 2-3 Wochen, glaube ich, oder so geht, mit Baseline-Training. Baseline-Training ist wirklich etwas Hervorragendes, was all diese Probleme beiseite schiebt. Es funktioniert hervorragend. Mit wenig Trainingsaufwand. Ich habe es jetzt in den letzten 3 Wochen wirklich intensiv probiert. Und es sind fast alle Layout-Probleme, die ich vorher sehr intensiv hatte, gelöst worden damit. Ja, hier ein Beispiel dafür. Das ist ein Rechnungsbuch wieder, so wie ich es vorher schon erwähnt hatte, aus dem Jahre 1563. Und das ist eine Vorbereitung für ein Forschungsprojekt, das ich jetzt beantrage habe, eben für diese Rechnungsbücher. Sie haben schon gemerkt, dass ich da sehr überzeugt bin von dieser Quelle und begeistert bin. Und wir versuchen jetzt, diese Rechnungsbücher automatisiert auswerten zu können. Ich bin für diesen Transkribusteil zuständig und ich muss diese Daten so strukturiert wie möglich erzeugen, damit wir dann ohne großen Aufwand in einem Textformat, wahrscheinlich in TEI, weiterarbeiten können. Sie sehen hier schon, man hat bestimmte Strukturelemente, oben immer diese Jahresangabe, dann diese sogenannten Konten mit Zieglerknecht. Also das sind einfach Zusammenfassungen, wie in einem Kontoauszug auch. Alles, was Sie an Benzin ausgegeben haben, für Essen ausgegeben haben, also so größere Überschriften. Und der andere Teil sind die einzelnen Buchungen. Jede Einzahlung, jede Ausgabe ist da als einzelne Buchung drin und beginnt immer mit Item auf Lateinisch. Also, wie kann man das übersetzen? Und Folgendes oder so in die Richtung. Egal. Was ich geschafft habe, dass ich diese Jahresangaben als Strukturelemente erkannt habe, die heißen auch hier, die sind mit hier getaggt. Auch diese Konten sozusagen, die habe ich mit Headline getaggt. Und dann diese größeren Zusammenhänge, das sind dann die Postings, glaube ich, heißen. Das habe ich per Hand eingezeichnet. Und wenn man das so macht, kann man das exportieren und bekommt wirklich, wenn ich das jetzt in Excel importieren würde, zeilenweise schön aufgelistet eine komplette Buchung. Also ideale Voraussetzung. Aber nur, wenn Sie natürlich vorher diese Arbeit machen. In dem Fall funktioniert es ganz gut, weil die Strukturen ja doch gut erkenntlich sind. Etwas, was ich nicht geschafft habe, dass ich diese großen blauen Bereiche, also diese Einzelbuchungen unterteilen kann. Das geht nicht. Also ich bekomme einen Block mit diesen Einzelbuchungen, aber keine einzelnen.
Das Problem dabei ist, dass die optisch nicht gut zu unterscheiden sind. Also die andere natürlich schon, das ist ein größeres Schiff. Kein Problem, das zu erkennen. Die Konten sind meistens weiter unten angeordnet. Das hier ist immer oben, also das ist gut unterscheidbar. Aber bei den anderen Angaben reicht es nicht für die KI, das zu unterscheiden. Das muss man dann noch behandeln. Ja, ich habe so ein kleines Video aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Wie kann man die Wiedergabe starten? Ja, genau. Sie sehen hier, wie ich dieses Page to Pala, glaube ich, ist der richtige Ausdruck. Starte. Im Seitenbereich eingebe, wichtig ist, dass Sie sagen, dass die erkannten Regionen Rectangles sind, also sonst bekommen Sie ganz schräge Sachen und es ist auch gut, dass Sie sagen, dass Sie eine bestimmte Größe haben müssen. Ja, und dann, wenn es gestartet wird, kommt wirklich das so aus der Maschine raus. Nach etwa 50 Seiten Training. Ist nicht viel. Was ich dann allerdings machen muss, dass ich diese einzelnen Buchungen noch per Hand unterteile. Sie sehen diese hellblauen Bereiche, die will ich ja einzeln haben. Und das kann man mit dem horizontalen Trenner eigentlich sehr schnell machen. Das dauert pro Seite, ja, Sie sehen es ein paar Sekunden. Das erspart Ihnen aber dann die Arbeit, das händisch in den Textfiles unterteilen zu müssen. Ja, im nächsten Schritt, wenn ich das, ja genau, das kommt jetzt noch untermachen. Ein Tipp noch. Machen Sie diese Unterteilung bitte niemals, wenn die Baseline schon vorhanden sind und Text vorhanden ist. Sie werden es nicht schaffen, die Linien so einzuzeichnen, dass Sie nicht mindestens zwei Textbereiche haben und die werden dann verdoppelt. Also Sie haben da wahnsinnig viel Nacharbeit. Also diese Unterteilung der Textregions bitte immer machen, bevor Sie die Texte oder die Baselines eingetragen haben. Ja, und das nächste Schritt kommt eben dann diese Baseline-Erkennung. Sie sehen, das funktioniert ganz gut. Ich habe überhaupt keine Probleme mehr, bis auf eine einzige Sache, die ich nicht verstehe. Meine KI ist eine R, darum sage ich immer R. Sie können gerne auch Sie denken. Sie sehen, immer in der obersten Bereich, diese Baseline werden falsch gemacht. Der teilt es immer auf. Ich habe mittlerweile 500 Seiten trainiert für dieses Baseline-Modell. Er macht es immer falsch. Weiß ich nicht, um was das liegt. Ist eigentlich klar, dass das zusammengehört. Ja, aber grundsätzlich zu sehen, es geht flott. Dieses Rechnungsbuch hat insgesamt eine, wie gesagt, 500 Seiten. Und nachdem diese Layout-Erkennung läuft, ja, das sind 2 Tage Arbeit, das komplette Ding zu übertragen und dann vielleicht noch einen Tag zum Korrekturlesen. Das ist ein riesengroßer Fortschritt. Und auch vielen Dank dafür, dass das ist da öffentlich zur Verfügung steht. Gut, dann gehe ich weiter. Ja, Sie sehen jetzt auch hier diese Textübertragung, wie meine Modelle, die ich trainiert habe. Die Jahreszahl, wie gesagt, hat das Problem mit der Baseline-Erkennung. Aber ansonsten findet man auf diesen 2 Seiten maximal einen Fehler. Und das im Vergleich zu großen Modellen mit wirklich wenig Trainingsaufwand. Es liegt aber auch ganz schwer natürlich an dem Vokabular, das verwendet wird. Rechnungsbücher verwenden immer die gleichen Ausdrücke. Es geht immer jedes Jahr um das Getreide, um das Obst, um die Kühe, was verkauft worden ist. Ich würde mal schätzen, 90-95% des Vokabulars wiederholt sich. Darum funktionieren auch diese Modelle mit wenig Wörtern sehr gut. Ich habe dieses Modell auch angewandt so eine Art Testament dieses Schreibers, des gleichen Schreibers. Sie können es vergessen, funktioniert nicht. Aber mit den Rechnungsbüchern fast keine Fehler. Also es hängt schon sehr stark auch davon ab, welche Wörter da vorkommen, wenn Sie das Vokabular bei der Erkennung berücksichtigen. Gut, ja, und so schaut es dann aus, wenn ich es exportiere. Ohne irgendwelche Nachhaltigkeit. Ich mache ein Word-Export und das Word kopiere ich einfach in Excel. Das kommt so raus. Zeile für Zeile, so können die Leute da mit TI schön weiterarbeiten und auch die ganzen Währungsangaben und so alles automatisiert weiter prozessieren. Wirklich eine schöne Sache.
Hier habe ich es zum Beispiel auch probiert, diese Strukturerkennung, da wird es natürlich schwieriger. Das sind diese älteren Rechnungsbücher, diese Überschriften sind noch zu erkennen, weil die Schrift größer ist, aber die anderen Bereiche da, ja, da glaube ich, muss ich noch sehr viel mehr Seiten trainieren. Das ist einfach schwer unterscheidbar, weil die Schriften ineinander gehen und sich alles überschneidet und so weiter, da wird es dann schon schwierig. Ja, das ist diese Auswahl an Quellen, die ich schon transkribiert habe. Die stehen auf dieser Webseite alderspach.de zur Verfügung. Sie können sich das gerne mal anschauen. Ja, und du bist für ein niederbayerisches Kloster, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe und jetzt zum Schluss auch nochmal aufgreifen will. Praxator können Sie vielleicht, der Brauer. Praxatorio ist die Brauerei, ist wichtig für uns. Und wenn man dann diese Read and Search-Umgebung hat und mal nach dem Brauer sucht, findet man natürlich auch diese zahlreichen Hinweise auf diese Brautätigkeit im Mittelalter. Und in Bayern ist es natürlich am wichtigsten, umso älter eine Brauerei ist, umso bedeutender ist es. Und mit Transkribus konnte ich nachweisen, dass die Allersbacher Brauerei eben nicht erst 1268, sondern 1261 gegründet worden ist. Weil in dieser Quelle hier eben da an dieser Stelle Praxator steht und da geht es um den Klosterbrau. Hätte ich ohne Transkribus nicht gefunden. Danke. Gut, herzlichen Dank für diesen Einblick, wie man mit Transkribus das Klosterleben erschließen kann. Und ja, mit eben sehr einfachen Mitteln und auch im Rahmen sehr kleiner Projekte mitunter. Was eben für Heimatforscher oder Forscherinnen zum Beispiel interessant sein kann. Gibt es Fragen zu dem Vortrag? Ja, ich hätte eine Frage in Bezug auf die Rechnungsbücher, für die ich mich natürlich auch sehr interessiere. Kloster Neuburg, da liegen ja noch tausende Seiten im Archiv, die bis jetzt unbearbeitet sind und die haben wir auch in Transkribus einmal begonnen, aber noch nicht die Ressourcen gefunden, die zu bearbeiten. Aber haben Sie da auch schon dran gedacht, dann die einzelnen Zeileneinträge zu annotieren und zu normalisieren für die weitere Bearbeitung? Ich verwende Transkribus wirklich nur dann, wenn es vom Arbeitsaufwand her weniger ist, als wenn man es dann im Nachhinein bearbeiten kann. Und solche Texteingriffe sind dann für Spezialisten in dem Bereich viel einfacher so zu behandeln, als wenn ich das in Transkribus händisch machen würde. Also da muss man wirklich aufpassen, wo es schneller geht, wo es einfacher geht. Also in dem Fall, das müsste man sich wahrscheinlich mal anschauen. Gut, weitere Fragen? Oder alle Fragen beantwortet. Gut, vielleicht nur ein kurzer Kommentar. Bei den Überschriften, wenn ich es richtig verstanden habe, dieser Vierer zum Schluss, der ist nicht mit in die Zeile reingegangen. Ah, jetzt mit dem neuen Baseline-Training nicht, oder? Ja, es kann sein, wegen der starken Biegung, also dass das dann nicht ausreichend generalisiert hat. Wie viel hast du Ground Truth gemacht für das? 500 Seiten und das ist dann quasi immer sehr, sehr ähnlich, diese Überschrift dort. Okay, und das hat es nicht verstanden. Mhm. Ja. Ja, das kann, wahrscheinlich liegt es an der Biegung und ja, das schafft er dann nicht zu generalisieren. Ja. Na, nur jetzt Interesse halber, also woran kann es gelegen haben? Gut, dann, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt. Ah, da ist noch eine Frage. Klappt das? Ja. Ich habe eine Frage. Es ist ja vor allem private Projekte, die nicht finanziert werden. Und haben Sie andere Historiker auch, die transkribieren? Und wie bringt man vor allem ältere Historiker dazu, Transkribus oder solche Programme zu verwenden? Ja, wie kann man die motivieren? Haben Sie da irgendwelche Ratschläge? Ja, also das sind jetzt mal Grund zwei Sachen, wo man das sagen muss. Also wenn die älteren Kollegen aus der Wissenschaft sind, ist das immer ein Problem, weil die unter Edition ganz was anderes verstehen. Ich sage immer, wir wollen keine kritischen Editionen machen, sondern wir machen eine Edition, die auch fehlerhaft ist. Wir wollen da niemanden Konkurrenz machen. Also das ist eine ganz andere Herangehensweise, also wenn es um die Wissenschaftler geht. Bei den Kollegen aus der Heimatforschung ist es schon schwierig. Ich habe aber auch schon Workshops gemacht für eben diesen Personenkreis, wo man ganz tief anfängt in den Voraussetzungen, langsam vorwärts kommt und so weiter. Und dann funktioniert es schon.
Aber die Hemmschwelle ist natürlich schon größer. Man muss sich aber einfach Zeit nehmen dafür. Danke. Bitte. Gut, also dann darf ich die leicht verdeckte Werbung für die Workshops vom Robert jetzt ganz explizit machen. Also wenn Sie Kolleginnen und Kollegen haben, die Sie motivieren möchten, dann schließen Sie sich vielleicht einmal mit dem Robert kurz. Vielleicht geht es ja eine gemeinsame Veranstaltung mal aus. Weil im Wesentlichen geht es darum, die Leute zusammenzubringen und dann kann sich da auch viel bewegen. Gut, gibt es sonst noch eine Frage? Ja, vielleicht darf ich noch was dazu sagen. Also es ist, glaube ich, schon schwierig, als Einsteiger mit dem Expert-Client zurechtzukommen. Also ich weiß, vor 5, 6 Jahren, ich habe lange gebraucht, bis ich mich überwunden habe, da wirklich damit zu arbeiten. Aber mit dem Light ist es doch um einiges besser geworden. Jetzt haben wir auch mit den Tutorials. Also man muss einfach nur lesen. Genau, ja. So. Aber es ist halt dann nicht jeder, dass er gleich die Berührungsangst auch mit Light abbaut. Also ja, die soziale Komponente ist schon doch auch mitunter wichtig. Gut, dann gibt es sonst noch Fragen, Kommentare, Anregungen? Ansonsten würde ich sagen, begeben wir uns in die Pause. Und Robert, du kriegst natürlich auch noch eine Tasse. Und ich glaube, rein physikalisch kann man da ein Bier einfüllen. Ob der Hohlraum reicht, weiß ich nicht, aber... Gut, danke schön.